Abgeordneten zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Herr. Nächste Rednerin ist SPÖ-Abgeordnete Julia Herr. Dankeschön, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren. Heute beschließen wir eine Novelle des Umweltfördergesetzes, was auch eine Aufstockung, wir haben es gerade gehört, der finanziellen Mittel bedeutet. Und was heißt das? Das heißt mehr Geld für thermische Sanierungen, das heißt mehr Geld für zum Beispiel Heizkesseltausch. Und natürlich ist das sinnvoll, weil was passiert? Dadurch sparen wir Energie ein. Wenn wir unsere Häuser thermisch sanieren, sparen wir Energie. Die Betroffenen sparen aber auch Energiekosten ein. Wir sparen auch CO2-Emissionen dabei ein. Und der vierte Punkt, mir besonders wichtig, wir schaffen dadurch Arbeitsplätze. Und gerade jetzt in dieser Zeit, wo wir jede Woche eigentlich die Zeitung aufschlagen und von Kündigungen lesen, ist genau das wichtig und zentral. Und wir haben als SPÖ in unserem Wahlprogramm genau solche Maßnahmen auch gefordert, weil sie Arbeitsplätze schaffen und für die Umwelt gut sind. Das muss Hand in Hand gehen. Und deshalb werden wir heute auch zustimmen und freuen uns über diese positive, über dieses Gesetz und über diese Novelle. Muss man auch einmal festhalten. Im Sinne der konstruktiven Kritik aber will ich gleich auf zwei Versäumnisse hinweisen. Erstens, diese Gelder sind für 2 Jahre angelegt. Wir wissen, wenn sowas nachhaltig fetzen soll, wenn wirklich möglichst viele Haushalte mitmachen bei so einer Förderung und die abholen, braucht es die langfristige Perspektive. Zweitens, das muss sozial verträglich sein. So ein Heizkesseltausch kann schnell einmal über 10.000 Euro kosten. 10.000 Euro. Selbst wenn wir da 50% fördern, sind wir dann auch bei mehreren tausend Euros, die viele Haushalte ganz einfach nicht haben. Ich habe das auch hier auf diesem Pult jetzt, glaube ich, schon zum 3. Mal betont. Und jetzt gibt es eine zusätzliche Förderschiene für Haushalte, die besonders wenig Einkommen auch haben, und zwar mit 100 Millionen Euro. Unsere, wie ich meine, berechtigte Sorge ist, wird das reichen? Das können Sie, Frau Minister, noch nicht sagen, Frau Ministerin, weil wie ist das definiert? Welche Familien haben Anspruch darauf? Das wissen wir noch nicht. Deshalb wissen wir auch noch nicht, ob es reichen wird. Und das muss es aber. Ich habe mir hier nur kurz Zahlen herausgesucht. Allein 140.000 Personen können sich das Warmhalten ihrer Wohnung im Winter nicht leisten. Das heißt, genau diese Familien dürfen wir nicht im Stich lassen. Alleine noch zwei Zahlen. 30.000 Haushalten wurde der Strom abgedreht und 5.000 Haushalten das Gas, weil sie nicht mehr zahlen könnten. Und somit bringe ich jetzt einen Antrag ein, einen Abänderungsantrag. Ich lese ihn auch gleich vor, nur kurz auf Deutsch. Was fordern wir darin? Dass wir evaluieren, ob die 100 Millionen Euro reichen. Das kann nicht zu viel verlangt sein, dass wir hier wirklich evaluieren, um niemanden in Stich zu lassen. Gerade die Familien, die es so dringend brauchen und die wir nicht mit hohen Energiekosten hängen lassen sollten. Zum Antrag, Abänderungsantrag der Abgeordneten Julia Herr, Genossinnen und Genossen zur Regierungsvorlage 342 DB betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Umweltförderungsgesetz geändert wird, in der Fassung des Berichtes des Umweltausschusses 356 DB. Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen. Die eingangs bezeichnete Regierungsvorlage wird wie folgt geändert. A. In § 6 Absatz 2f Ziffer 1c in der Fassung der Ziffer 2 entfällt das Wort maximal und wird nach dem Wort festzulegen folgender Satzteil ergänzt. Darunter fällt jedenfalls eine Klarstellung, wie einkommensschwache Haushalte definiert werden, sowie eine Evaluierung, ob mit den zur Verfügung gestellten Mitteln die Unterstützung einkommensschwacher Haushalte ausreichend sichergestellt wird. B. Ziffer 3 lautet, drittens in § 6 Absatz 2f werden nach Ziffer 2 folgende Sätze angefügt. Zugesagte oder durch Auftragserteilungen gebundene, jedoch nicht in Anspruch genommene Förderungsmittel können neuerlich zugesagt oder vergeben werden. Die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität, Innovation und Technologie hat im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen eine Erhöhung der Zusagevolumina gemäß Z1 bis 1b sowie des Unterstützungsvolumens gemäß Ziffer 1c sowie diese Zusage- und Unterstützungsvolumina für die Folgejahre festzulegen, wenn dies zur Erreichung der nationalen und europäischen Klimaschutzziele erforderlich ist. Wie gesagt, auf Deutsch, wir wollen sicherstellen, dass niemand hängen bleibt. Dankeschön. Es sei unklar, ob die soziale Verträglichkeit des Umweltförderungsgesetzes gegeben ist, sagt Julia Herr von der SPÖ. Sie bringt daher einen Abänderungsantrag zu dieser Gesetzesnovelle ein.